Willkommen zurück, liebe Freunde, zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir haben im letzten Part es tatsächlich bewerkstelligt, Blind zu besiegen. Und das war ein Akt, würde ich behaupten. So, und wenn ich mir die Karte jetzt mal so anschaue, ne? Ich werfe einen ehrfürchtigen Blick drauf und denke mir so... Ja, es sind noch ein paar Dinge offen, die man auf die Schnelle sogar erledigen könnte. Das ist fast schon die Frage, in welcher Reihenfolge mache ich das? Ich würde jetzt behaupten, dass wir einfach mal zur Dinkladaradachi eben machen. Ich meine, das bietet sich an. Das ist halt immer so ein... So eine nervige Stelle, könnte man fast sagen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich das nicht schon... Gefühlt habe ich das schon gemacht. Das ist nämlich gerade so das Ding. Gefühlt habe ich das gemacht, deswegen bin ich beinahe schon ein bisschen verwirrt, aber offenkundig habe ich es nicht gemacht, sonst wäre das ja... Sonst wäre das ja offen, ne? Von daher... Alles gut, Versado, das hat schon seine Richtigkeit. Hat sich auch gelohnt. Wir haben eine Bombe benutzt, wir haben eine Bombe wiederbekommen. Es ist einfach ein Traum. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Können wir... Das müsste man jetzt nicht so machen. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Tatsächlich, aber hey. Ich hatte die Position da jetzt einfach... Was machen wir danach, ist die Frage. Ich würde halt gerne eigentlich auf den Berg... Auf den Berg würde ich schon ganz gerne... So, den Schattenweltabteil des Berges noch mitnehmen. Wäre nicht ganz verkehrt. Ein Herzteil. Aber gut. Ist manchmal so, ne? Ist einfach manchmal so. Was ist denn hier? Wir haben noch Cave Under Rock. Super Bunny Chest. Und da ist der Catfish. Ja, Cave Under Rock kann ich nicht. Ich kann nur ein... Ja. Die Bunny Chests könnte ich halt machen. Aber... Das bringt es nicht. Hier habe ich, glaube ich, einen vergessen abzuhaken, ja. Oh. Spirna Spike Cave könnten wir jetzt machen. Das Bumper Cave könnten wir auch machen. Also fürs Bumper Cave... Moment. Fürs Bumper Cave können wir ja mal kurz schauen, was es da gäbe. Kann sein, dass ich das schon mal nachgeprüft habe? Weiß ich nicht mehr. Sorry. Aber ich hab leider keine Ahnung, was da war. Nicht den Hauch, also... Deswegen... das ist das Problem, ne? Das ist das Let's Play-Problem. Das habe ich halt in den Streamruns nicht. Da teilweise auch, dass man sich so denkt, so... hab ich das schon? Wie war das jetzt? Ich weiß es doch nicht. Die Silberpfeile. Ich hab nicht mal einen Bogen, ne? Aber... Ey, für den Fall! Einfach für den Fall der Fälle, dass ich irgendwann einen Bogen habe, nehmen wir das mal mit, weil die Silberpfeile sind bei Bossen halt mega nice. Das ist so gut. Sollte man dann schon machen. Danach stellt sich halt die Frage, wir müssen... Also wir haben dann nicht mehr so viele Optionen tatsächlich. Bisschen Magie verbraucht, ist eigentlich gar nicht gut, weil das brauche ich halt da oben. Und wir haben zumindest die Silberpfeile. Das ist doch schon mal etwas. Nee, da kann man doch schon sagen, hat sich doch mies gelohnt schon. Die ganze Aktion hier. Absolut. Absolut, absolut. Ich habe aber wenig Magie, ich habe wenig Gedöns, deswegen würde ich fast sagen, nur die Super Bunny Chest noch. Wieso habe ich denn die Pyramide noch nicht gemacht? Kann mir das mal jemand erklären? Es kommt mir auch schon wieder ein bisschen wirr vor, dass ich die Pyramide noch nicht gemacht haben soll. Hm. Und. Da habe ich die nicht gemacht, weil da nichts Vernünftiges war. Probleme über Probleme. Wir gucken mal ganz kurz bei der Pyramide. Wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das nicht gemacht habe, aber... Offensichtlich ist es so. Weiß gar nicht, ob das am Ende clever war. Ja doch, laut Map komme ich dann nur so hin. War sogar richtig, richtig clever, Wollo. Macht dir keinen Kopf, alles gut. Weil jetzt sind wir gerade hier, jetzt können wir auch zum Catfish gehen. So dicht kommen wir nie wieder zum Catfish. Hab ich doch
Mann, ich bin momentan gerade so voll auf dem Trip. Das habe ich doch schon gemacht, das habe ich doch schon gemacht, das habe ich doch schon gemacht, das habe ich doch schon gemacht. Es sind einfach zu viele Runs mittlerweile, die hier durcheinander gehen. Ich muss mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass das, was ich auf der Map stehen habe, auch der Wahrheit entspricht. Das bedeutet, ich habe das noch nicht gemacht. Bisher habe ich die Map noch nicht angelogen. Jetzt habe ich für eine Sekunde geglaubt, dass ich es wirklich schon gemacht hatte. Und? Herzcontainer. Es ist unschön. Das ist wirklich sehr, sehr unschön. Okay, vielleicht komme ich gar nicht an. Eventuell werde ich diesen Rückweg nicht überleben. Schwierig. Schwierig, Freunde. Ich glaube, ich bin jedes Mal nicht zur Pyramide gekommen, weil ich irgendwie dumm vorher gestorben bin oder so. Ein Herz wäre halt schon ganz nett. Nee. Wieder mal nichts. Nein. Es ist halt so das Ding. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich darauf verlassen, dass du es nicht kriegst. Das ist... sind halt auch die harten Fakten. So, und jetzt darf ich nicht mehr gehittet werden. Sonst hat sich die Pyramidengeschichte wieder mal erledigt. Bete zu Gott. Sieht aber gut aus, okay. Wir haben es geschafft. Jetzt ist nur die Frage, hat sich das... Wir haben es noch nicht geschafft. Stellt sich immer noch die Frage, hat sich das gelohnt? Ein weiterer Herzcontainer reicht vielleicht mittlerweile für ein ganzes Herz, ja, Mann? Natürlich nicht. Das war das. Ja gut, dann ist jetzt Fakt. Wir gehen auf den Berg. Wir gehen auf den Berg. Oder wir gehen in den Sumpf. Aber da habe ich den... Wir können im Sumpf wenigstens ein bisschen was holen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Wir gehen zuerst in den Sumpf. Ein paar Kisten können wir kriegen. Nicht super viele. Aber vielleicht reicht's, um an einen Enterhaken zu kommen oder so. Und das würde wieder einen riesen Schwung Kisten geben. Ah, ist alles so ein bisschen Verzweiflung, ne? Pure Verzweiflung, die sich hier breit macht. Gib mir doch endlich was Vernünftiges. Und wir brauchen noch 11. 11 Splitter sind halt auch gar nicht mal wenig. Von daher, ja... das wird sich noch ein bisschen ziehen. 11 Kisten, ey. An 11 Kisten musst du erstmal rankommen. Momentan. Ich glaube, momentan stehen mir nicht mal 11 Kisten zur Verfügung. Mit denen ich das machen könnte. Oder, wenn ich das so angucke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na gut, doch. Wenn in jeder Kiste jetzt ein Splitter ist. Dann könnte das funktionieren. Aber... nee. Übrigens, im Hard-Modus kann man keine Feen fangen. Haben wir darüber schon mal gesprochen. Und im Hard-Modus, wenn du diese Viecher, die zu Feen werden, die wir gerade eben gesehen haben, mit Zauberpulver besprühst, kommt nur ein Herz anstatt eine Fee. Crazy? Absolut. Ist ja mega hart, ja! Ja, endlich erkennst du's! Endlich verstehst du den Ernst der Lage. Mega hart. Tja, ist ja meine Rede. So. Diese dämliche Kiste, ne? Ist auch einfach nur unnütze Scheiße. Mal ehrlich jetzt. Was soll denn das? Das Rätsel kommt ja wohl jeder. Alle Gegner einmal besiegen, aber naja. Wobei, wer weiß. Vielleicht kommt da doch nicht jeder drauf. Und jetzt, wieder was Schönes direkt. Ah! Nicht unbedingt hundertprozentig das, was ich möchte. Aber auch nicht schlecht. Es fuckt mich halt ab, dass ich den nicht fertig machen kann. Wäre natürlich nice, wenn ich einfach die Möglichkeit bekommen würde, ihn doch abzuschließen. Und das würde halt bedeuten, dass wir gleich einfach mal so, ohne Rumgeweine und so, ein Hinterhaken kriegen würden. Der ist einfach so in der nächsten Kiste, die was freigeben würde. Der ist da einfach drin. Dann denke ich mir, Alter, geil, das ist ja genau das. Das ist ja genau das. Nicht schlecht, Mann.
Genau das, was ich wollte. Würde mir denn sonst noch irgendwie was richtig krass bringen? Mal abseits vom Enterhaken? Die Flöte. Ja, die Flöte würde noch was bringen. Ganz gut. Ungefähr fast so viel wie der Enterhaken. Naja. Vielleicht einen Tacken weniger, aber... Ich würde halt meine Laufwege auch minimieren. Von daher... Das hätte schon Stil. Wenn ich das bekommen könnte, aber... Ich sag mal, weder das eine noch das andere werde ich kriegen. Erfahrungsgemäß. So ein bisschen, ich habe so ein bisschen alle Hoffnungen sausen lassen, man merkt's, ne? Die Depression kommt durch. Oh, Follower ist schwer, ne? Ja! Natürlich! Guckt's euch an! Ich habe gerade den Kompass bekommen. Natürlich habe ich schwer. Was soll ich damit? Fucking Kompass, der zeigt nach Norden. Bring mir nichts. Weiß ich, wo Norden ist? Weiß ich, ist mir egal. Ist mir fucking wix egal. Nee, Moment, nee, ist richtig. Richtig versagt, du musst so gehen. Du hast gar keine Wahl. Denn, Softlock, ne? Man könnte halt einen Schlüssel vorzeitig haben. Und dadurch, dass man den Schlüssel vorzeitig hat, könnte man diesen Schlüssel hier verpassen. Das kann passieren, weil man halt normalerweise gezwungen ist, erst hier hinzugehen. Bla 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 bla. Und dann halt erst durch diese Tür kann. Wenn man aber frühzeitig durch diese Tür kann, könnte man den Raum mit dem Schlüssel fluten. Und das, liebe Freunde, wäre absolut scheiße. Absolute Scheiße. Deswegen an dieser Stelle einmal aufpassen, falls ihr einen Randomizer spielt, ne? Es ist ja immer die Frage, ob da andere Leute das jetzt auch hier machen. Immer wieder falle ich drauf rein. Ob andere Leute das auch tun? Weil ich hab schon von einigen Menschen gehört, die dann so sagten, ja, Rollo, seitdem du das da machst, das sieht so spaßig aus. Habe ich auch schon gemacht, macht mir auch super viel Spaß. Freut mich natürlich. Freut mich sehr, wenn auch andere Leute da so zum selber spielen Bock drauf haben. Weil es ist auch ein spaßiges Ding. Definitiv. Da ist sowieso nichts drin, aber noch ein Herz. Steh drauf, weil so viel Energie haben wir auch nicht. Hält sich doch auch in Grenzen. Kann ich also durchaus gebrauchen. So, wir können noch zwei Kisten holen. Wenn mich nicht alles täuscht. Eins davon muss ein kleiner Schlüssel sein. Woher ich das weiß? Ich weiß es halt. Die Logik des Spiels sagt es. Sie schreibt es vor. In einer der beiden Kisten ein kleiner Schlüssel ist. Mal gucken, ob wir den zuerst finden. Die Flut. Seht ihr das? Oh, wundervoll. Da eröffnet sich die Welt. Sehr gut. Ich nehme den anderen jetzt eben mit, weil wir da gerade sind. Dann haben wir den Schlüssel. Dann brauchen wir hier in die Ecke nämlich nicht mehr hin. Oder? Glaube nicht. Gucken wir das gleich nochmal kurz an, aber das müsste so stimmen, wie ich sage. Da kannst du mich auch noch hier runterfallen lassen und dann kriegen wir noch eine Kiste. Das habe ich schon des Öfteren vergessen, verpeilt. Wusste ich halt auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sein, musste man mir erst sagen. Da ist kein kleiner Schlüssel drin. Ach so, ja. Macht Sinn. Wegen des Enterhakens. Ja. Das ist in Ordnung. Hier. Ja, doch, wir safe and quitten. Das ist okay. Wir wollen ja auch nach... Ah, nee. Das ist schon perfekt. Das ist eigentlich ziemlich geil, was gerade passiert ist. Übrigens nicht abgehakt, ne? Wir haben noch zwei Sachen gefunden. Ah, ziemlich gut. Enterhaken wäre vielleicht noch ein Tacken stärker gewesen. Aber das ist schon ziemlich gut. Oh, na endlich. Ist immer so eklig, wenn du den so spät kriegst, ne? Das Ende... Es könnte halt so vieles so ja, vereinfachen. Vor allen Dingen, was richtig geil ist, wir haben ja die Stinkmorche bekommen und können jetzt sofort, einfach instant, zu der Hexe fliegen.
bitteschön. Denkst du, einen Checkpoint hat? Ja, ist gut. Lieber Windfisch, Ente, was auch immer. Ich will jetzt... Will da jetzt hin. Will da dringend hin. Zack, zur 2. Ey, es ist einfach... Das ist geil. Könnt ihr mir nichts erzählen? Das ist mega geil, so... Einfach perfekt. Okay, rüber. Und ich sag mal, der gibt mir... einen Herzcontainer. Nein! Little Roni. Ganz sagen, du gibst mir doch volle Energie. Kollege. Mal machen. So, dann... bringt uns das ja noch mehr. Was ist das da eigentlich? Checkerboard Cave habe ich angeblich noch nicht kontrolliert. Das kann sich doch nur um einen Fehler meinerseits handeln. Das ist doch die einzige Möglichkeit, dass ich einen Fehler gemacht habe. Erzähl mir noch nichts. Ah nee, Checkerboard Cave. Nein, habe ich noch nicht. Das ist ja das hier. Verwechsel ich immer. So, 2 Kisten. Ich behaupte mal... Herzcontainer und eine Bombe. Ja, immerhin. Man kann halt immer Herzcontainer sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist so fucking hoch. Definitiv. Okay, wir brauchen nur noch 9. 9 ist doch eigentlich gar nicht so viel, Wollo. Das ist doch... Sollte doch... Dieser Part... Ah, der Part ist gar nicht mal so jung, wie ich dachte. Damn. Ich habe so die Hoffnung gehabt, im nächsten Part vielleicht durch zu sein, aber... So, ins Misery Mire und so gehen wir erstmal nicht. Da halt echt wenig von. Hier nochmal rüber, in die Schattenwelt. Und ich denke, alles Scheiße hier mit dem Verbinden. Wenn man gewisse Dinge halt schon früher hätte. Sachen gut verbinden kann. Das ist einfach der Shit. Liebe es. Wenn das mal aufgeht. Der Feuerstein. Ja, nett. Zack. Öffnen sich weitere Dinge. Jetzt hat sich eine Menge geöffnet. Okay, ich würde sagen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, könnten wir vielleicht sogar schon durchkommen. Doch im nächsten Part? Finale? Wow. Oder so? Little Key, in Ordnung. Bin ich hier nicht sogar schon mal drin? Wobei, kann eigentlich nicht, ne? Ich habe kein Buch. Kein gar nichts. Da ist auch noch nichts abgeixt. Dürfte ein wunderbar frischer Tempel für uns sein. Das Buch! Ja, guck mal. Noch mehr Dinge, die sich erschließen. Und die erste Kiste hier drin. Hier natürlich jetzt nicht mehr alles machen müsste, wäre auch nicht so verkehrt. Auch wenn das hier natürlich alles relativ fix geht. Wobei halt der Weg zur letzten Truhe ist ein bisschen belastend, wenn man ehrlich ist. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 2. Haben wir. Ja. Bombos Tablet, das Tablet. Spectacle Rock Cave. Frage. Zeitlich kriegen wir das noch hin. Ich würde sagen, wir... Meine, ich muss sowieso so machen. Ja, muss ich. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen hier und da nervt in dem Spiel, in die Schattenwelt zu kommen. Verschiedenen Stellen immer wieder abzugrasen. Jetzt immer wieder dahin latschen und dann läufst du wieder dahin und oh. Ich will mich nicht beklagen. Das klingt jetzt wieder so. Ah, es gibt schon Momente, wo du denkst, so. Pff,
will da jetzt nicht hinlaufen, Mann. Ich will halt wirklich nicht. Habe keine Lust. Würde fast behaupten, das geht jedem so in diesem Spiel. Ja, also die Tablets, das... Dann... Jetzt beinahe schon wieder schwierig. Geht so. Really? Das ist schon wieder so unglaublich. Das ist immer so unglaublich enttäuschend. Bomben und Pfeile. Das ist so enttäuschend. Da will man fast schon depressiv. Ich gehe fast so weit, dass ich da in Depressionen verfalle. Heil mich mal voll ganz kurz, damit ich... Kuss des alten Mannes, danke. Dass ich mal einmal dann noch dahin komme. Auf jeden Fall. Safe. Und das sind noch durchaus gute Dinge zum Abchecken. Geht fix. Auch von den Laufwegen her einigermaßen in Ordnung. Stell dir mal vor, ich hätte immer noch keine Schuhe. Wenn ich die großen Jungsschuhe noch nicht hätte. Boah! War ein Elend. Keine volle Magie. Schwierig. Ich habe ein Herz mehr, aber... Reicht das? Reicht das? Ja, das eine... Das und das ist... Das Spy Cave ist ja was anderes. Warum habe ich denn das Spectacle Rock Cave noch nicht gemacht? Oder habe ich das schon gemacht? Das habe ich doch schon gemacht. Stimmt. Und auch wieder nur ein Fehler von meiner Seite. Na gut, das Spectacle Rock Cave können wir machen. Das andere, bei dem anderen denke ich mir immer noch, könnte noch zu knapp sein. Wenn mit einer besseren Rüstung oder so? Oder Herzcontainer noch zusätzlich? Ist halt, davon rede ich. Das ist so. Das macht so sad, das ist einfach gar nicht in Worte zu fassen. Meine Trauer. So, ich denke, ich muss. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss hier reinfallen. Sag mal her. Richtig. Hier war ich doch schon. 100 Pro, da ist gleich nichts. Weil ich da schon war, habe ich vergessen abzuhaken. Nee, doch nicht. Bringt mir nur effektiv nichts. War jetzt einer von vieren. Das ist bad. Okay, gut. Dann sieht es wohl so aus, dass wir im nächsten Part... Alle guten Dinge sind immer im Eispalast, ne? Man sagt es doch so schön. Das sagt man doch immer. Alle guten Dinge sind im Eispalast. Deswegen würde ich behaupten, Leute, im nächsten Part gehen wir in den niceen Eispalast. Das wird ein wahres Fest. Und wer dabei sein möchte, ist dabei, die anderen nicht. Haut rein, bis dahin, ciao.